Hallo zusammen, heute geht es um dieses schöne Stück, den Honda S800 aus dem Jahre 66. Also ein Klassiker, sozusagen. Frischluft gibt es auch. Ohne Dach, Cabrio. Und mit ihm werde ich heute die japanische Clubman Cup 550 fahren. Geht auch direkt los mit ja, Autopolis International Racing Course. Drei Runden für den Anfang. Und dann muss ich mal schauen, wo die anderen zwei Strecken im Dunkeln. Im Dunkeln sehe ich da nichts. Ich bin jetzt vorher kein Testrennen mit ihm gefahren. Habe ich keine Zeit für. Also nehmen, was kommt. Lenkung ist sehr ungewohnt. Aber ich glaube, hier sehe ich kein Land mit ihm. Was macht ihr denn da? Wie soll ich denn so hier fahren? Wenn da drin. Junge. Sieht schon sehr cool aus. Ooh.
gefällt das schon mal besser, als ich jetzt am Anfang erwartet hätte. Da unten habe ich ja noch. Also ich glaube, erstmal wird crazy, aber... noch? Das ist hier die Frage. Komm, ich will dich, ich will dich. Lass mich vorbei. Ja, vorbei ist auch daneben. Mal gucken, im zweiten Rennen werden wir vielleicht ein bisschen mehr Highspeed verpassen. Naja. So, euch erstmal viel Spaß im Replay. Und danach geht's dann gleich weiter.
Zeit fürs zweite Rennen. Muss mal schauen, wo das ist. So, Clubman 550. Da nicht. Da nicht. Clubman Plus. Da ist er. Japanischer Clubman Cup. Mal gehe ich noch in die Fahrzeugeinstellungen. Hab so natürlich ein bisschen rumgefuhrwerk, Tönenanpassung. Hier unten ein bisschen. Und jetzt wollen wir mal hier gucken. Vielleicht nicht ganz so viel. So ist besser wie bei 190. Ist aber am höchsten. Ne. Machen wir mal 200 und dann gucken wir mal, wo er ein bisschen besser mithält. Sieht ja schon wieder dunkel aus, verdammt. Wenn ich an dem so vorbeischauen kann. Hallo? Dass er ihn jetzt schon auf 200 geschraubt hat. Aber in der Kurve war eigentlich nicht gut.
haben wir vielleicht ein bisschen hier. Ich hätte es nicht versuchen sollen. Oh, knapp, hat er mich jetzt noch gekriegt? Nee. Das war Adrenalin pur. Naja, nicht ganz, aber war schon ein geiles Rennen. Okay, euch wieder viel Spaß im Replay. Und ich melde mich dann nochmal zum dritten Rennen. Bis gleich.
spannendes Rennen auf jeden Fall. So, mal schauen, wo sich das dritte Rennen versteckt. Vom Clubman Cup. Da bin ich. Also doch, Fuji. Ohne lange gerade. Nicht ganz so gut. Aber wir machen das Beste daraus. Ich hätte jetzt eher nicht gerechnet, dass ich mich mal schnappe. Kommst du mich hier wieder aus oder was? So geht. Wir gehen nur ein bisschen auf die Insel, muss ich sagen. Schneller.
nicht so. Aber die Gerade ist einfach zu lange. Da kann er nicht mithalten. Mein Kuchen ist super. Auch hier kommt nochmal das Replay. Es gab ja doch den einen oder anderen interessanten Zweikampf. Ich sage an der Stelle wieder danke fürs Schauen. Oh, und mal gucken, vielleicht habe ich ja heute Glück. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ja, war ein gutes Rennen, fand ich, auch wenn ich nicht Erster war, aber nicht ganz so mitteilen konnte. Aber sie ließ sich gut fahren, lag halt in der Höchstgeschwindigkeit. Hat man ja jetzt gut die Unterschiede gesehen, je schneller die Strecke, umso weiter hinten. Hier gab es auch noch ein bisschen Regen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, würde mich freuen. Und bis zur nächsten Runde. Bye bye.